Aufnahme läuft. Ich glaube, in dieser Folge wird viel geschnitten, weil wir jetzt viel Weg vor uns haben. Deswegen lass uns doch einfach mal losgehen. Wie soll ich denn bitte 5 Minuten lang hier spielen, ohne den Mund aufzumachen? Nee, du kannst hier ruhig reden. Ich werde nur die Hälfte wahrscheinlich rausschneiden müssen. Na gut, dann. Ob es dann noch Sinn ergibt, ist eine andere Frage. Dann auf, auf. Auf, auf. Eigentlich, wir haben doch eigene Teleporter. Warte, wir haben Teleporter. Wir müssen nicht laufen. Fall ins Ackerland. Yes. Wenn wir Glück haben, wird auch der Höhleneingang irgendwie auf der Karte vermerkt. Nope, natürlich nicht. Also einfach der Nase nach. Ich weiß ungefähr, glaube ich, wo das war. Oh nein. Ah, ich habe ja Buffs und so. Ungewohnt. Wollen wir jetzt die ganzen Kerle nochmal killen oder wollen wir einfach durchlaufen? Eigentlich wollen wir durchlaufen. Eigentlich wollen wir durchlaufen, ne? Ja. Aber du hast eine Schildkröte, ich nicht. Passt schon. Oh, lauf, 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 lauf. Gib Hackengas. Wie war das? Okay. Hier Fersengeld. Durch. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Ach, das ist so witzig, das können wir auch einfach gerade mal nicht schneiden, ne? Wir sind eh gleich da. Ja. geht's da lang? Doch, ein bisschen. Ah, schnell durch. Ich hab's geschafft. Ja, hier rüber. Und ich glaube, hier vorne auf den Feldern müsste es irgendwo kommen. Ich habe in diesem Guide gesehen, dass die Eingänge so ein bisschen zufällig gedroppt werden können. Also manchmal sind sie mehr rechts, manchmal mehr links. Es gibt, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Positionen. Oha. Also hier waren wir auch noch nicht. Nee. Oh, hier sind viele Helden. Und so ein komischer Wurm. So ein Spuckewurm mit Sternchen auf dem Kopf. Okay, dann lass die doch mal kurz machen. Das war jetzt insgesamt doch sehr bunt irgendwie. Oh mein Gott! Oh, ich bin fast tot. Puh. Oh, das hat sich ja schon gelohnt. Was haben wir denn da gefunden? Goliath-Siegelring. Blau. Das klingt. Das hast du gehört anhand des Klanges meiner Stimme. Ja. Es klang sehr blau, was du gesagt hast. Der ist ja super für mich. Der ist für den Soldaten perfekt. Der macht eine Menge physischen Schaden, Angriffsgeschwindigkeit, Schlagfrequenz. Also ein paar Attacken werden da geboostet. Und ich nehme an, du hast noch einen Platz an deinem Finger frei. Ja, ich hab komischerweise gehört zu der Sorte Menschen, die nur 2 Finger besitzen. Was ich ein bisschen schade finde. Ist aber sehr unpraktisch. Meine Mutter hat mir damals schon gesagt, Bub, das Sägewerk ist vielleicht nicht die beste Idee, um ein paar Tacken zu verdienen. Aber du hast nicht aufgegeben. Finger für Finger hast du weitergemacht. Also, der Ring ist ab Stufe 40. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis ich ihn anziehen kann, aber ich denke, neben diesen No-Name-Ring, die ich sonst noch so habe, würde sich wahrscheinlich lohnen, ja. Sehr schön. Oh, das ist schon der nächste Held. Och Mann. Was ist denn heute hier los? Genau, wir können ja kurz mal erklären, was wir jetzt eigentlich machen oder warum wir jetzt nochmal diesen Eingang suchen. Der gute M.C. Geithner. Ich glaube, damit habe ich mich gerettet. Wir wissen nicht, ob er M.C. Geithner oder Mac Geithner heißt. Hat uns in die Kommentare geschrieben und einen perfekten Tipp abgegeben, denn wir haben wohl einen Schrein verpasst. Wir waren ja zuletzt im Nest der Schwarmkönigin und dort unten gibt es einen Zugang oder wie, ich glaube, man muss durch 2 Höhleneingänge und dann kommt man in einen Raum, wo es einen Schrein gibt, irgendwie so. Mhm. Auf jeden Fall hast du dir mal in einem Guide angeschaut, wo wir lang gehen müssen und jetzt suchen wir diese verdammte Höhle. Genau, die hat. Ich glaube, wir sind auch schon zu weit, wir müssen jetzt nochmal zurück. Ja. Das war, glaube ich, da vorne, wo der Weg auf der Map diese S-Krümmung macht. Ungefähr in dem Bereich sollten die Eingänge sein. Kann natürlich auch sein, dass dieser Eingang nur ein einziges Mal erscheint und zwar bis zu dem Ableben der Königin. Und wir das jetzt verkackt haben. Die Königin ist tot, der Bau ist zerstört. Der müsste eigentlich. Ah, da ist er. Gefunden. Und der Schrein versiegelt. Yay. Okay.
Und so, die Königin lebt wir, wieder? Ja, stimmt, das war so. Ne? Grim Dawn war so ein Spiel, wo man die Endboss immer wieder killen konnte. Ist ja auch ganz nett, ne? Ja. Oh, ein Held. Endbosse sind was Feines. Und der Loot, den sie droppen, der ist fein. Ich hoffe, du hast immer noch die Pheromone der beiden Großvisiere an dir. Ich hab mich seit der letzten Session von vor 4 Wochen kein einziges Mal mehr geduscht. Also ja. Sehr gut. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Wir hatten ja jetzt auch super Wetter. Insofern wirst du quasi noch männlicher riechen für die Königin. Das stimmt. Das stimmt. Pures Männergas. Ich rieche so männlich mittlerweile, dass ich auf meinem Schweiß Lebenswesen entwickelt haben, die wiederum selber ihre Pheromone abgeben. Also Pheromonception sozusagen. Ein eigener Schwarm. So, ich nehme an, es ist nicht die Höhle, oder? Nee, es ist nicht die Höhle. Ich glaube, es war hier die in der Mitte sozusagen, die zweite von oben. Wir sind übrigens ein Level aufgestiegen, ne? Tatsächlich, ich sogar auch. Ausnahmsweise. Die Zuschauer wissen ja, dass ich viel weniger spiele als du und deswegen viel weniger mitlevel. Genau. Ja, ich meine, dieses Gegrinde, was ich mir immer noch gebe, stundenlang mit diesem Charakter. Auch nebenbei. Ja? Also dieser Charakter, genau, den spielst du auch nicht nebenbei. Exklusiv hier. Nee, gar nicht. Also ich bin in vielen Let's Plays damit unterwegs. Ja, hast auch 2 Clans. Ja, ich habe 2? Quatsch. Ich bin der ganzen Welt zu Hause. So, ich glaube, wir müssten in dieser Höhle richtig sein. Und wenn mich nicht alles täuscht, muss das nördlich von mir sein. Genau, siehst du das? Wenn du hier stehst, das habe ich nämlich in der Folge gesehen, da kannst du den Höhleneingang schon sehen. Oh, ja. Und beim letzten Mal lag halt hier, wo ich jetzt stehe, lag ein Stein. Und deswegen haben wir uns... Ja, sind wir hier nicht lang gelaufen. Da haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück gehabt. Oh, wow. Hier liegt ja gutes Loot. Ja. Noch sowas? Nee, schade. Nee. Dann ab dafür. Dafür. Hui. Oh. Trog. Achso, vielleicht meint er das mit Gollum. Diese komischen... Troglodyten hier. Genau, im Kommentar von Mac Geithner, MC Geithner, war die Rede von Gollum und wir fragen uns immer noch, was es mit Gollum auf sich hat. Sind das Gollums? Gollum, ne? Golli? Gollata? Nee, warte mal, Nigolla müsste es heißen, ne? wenn Gollum ist ja Neutrum, dann wäre der Plural wäre Golla. Neutrum ist übrigens wie heißt das Ding? Wie heißt denn der 4. Kasus nochmal? Ich hab's vergessen. Warte mal, Nominativ? Genitiv, Dativ? Akkusativ? Akkusativ, natürlich. Akkusativ und Nominativ sind im Neutrum immer gleich. Das heißt, auch im Akkusativ würde es Golla, beziehungsweise Gollum heißen. Du bist tot? Du hast mich so... Mit Latein gelangweilt, dass du gestorben bist, ne? Du hast es gesagt. Ach du gute Güte, komm mal her. Hier ist wirklich, ja. Hier ist Gollus, der Tiefenbewohner. Ich komme gerne. Ich komme sehr gerne. Der macht auch gut Schaden. Komm mal in den Süden. Ich komme immer gerne in den Süden, aber ich fange jetzt nicht an zu singen. Ah, Trog der Blutmagier. Ach, da ist er, Gollus. Der Tiefenbewohner. Ja, okay. So viel zum Thema Gollum. 43? Ach, der macht richtig Schaden. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass der nicht unsichtbar wird. Wie, das war's? Unheilige Inschrift. Keine Sphäre fallen gelassen. Das gab sogar ein Achievement. What? Not for me. Sorry. Hast du vielleicht schon? Nein. Ja, glaube ich nicht. Ach nee, ich hab mir die, glaube ich, nicht angezeigt lassen. Kannst du, glaube ich, irgendwo ausblenden. Ich muss mal gleich nachgucken. Ich hab's bestimmt auch. Vielleicht wurde es auch nicht richtig synchronisiert und es ist trotzdem. Da ist unser Schatz. Hast du was Blaues gehört? Ja. Ich meine, ich habe was Blaues gehört. Hast du was Blaues gesehen? Kordel des Sternensehers. Ein epischer Gürtel. Blitzschaden, Ätherschaden, Stromschlagschaden, Angriffsqualität, Elementarwiderstand und +3 auf Blitzeil. Warte mal, wo konnte man doch mal die Errungenschaften sehen? Das war doch hier irgendwo ein Fenster.
Ingame? Ja. Ich drücke jetzt lieber keine Taste am Ende. Hört die Aufnahme so auf. So, das und während Scath nach seinen Errungenschaften guckt, öffne ich mal einen Schrein. Ja, ja. Wahrscheinlich sterbe ich bei dem Versuch. Kartenfenster. Ich meine, ich hätte das schon mal gesehen. Ah, hier. Schau mal, V, Errungenschaften. Zweites Knöpfchen von rechts unten in der Leiste. Gucken wir mal. Ja. Herausforderung, muss ich denn da gucken? Es war. Ah, hier, doch, ich hab's bekommen. In den Tiefen lebte er in Vergessenheit, töte Gollus den Tiefenbewohner. Wo hast du das? Also, wenn du V drückst, kannst du deine Errungenschaften sehen. Ach, da sehe ich sie jetzt. Ja. Da siehst du nämlich auch gut Wurm ausweiten, das haben wir auch geschafft. Was ich nicht geschafft habe, ist, du hast Mumm, töte Gutwurm im Schmugglerloch auf dem Schwierigkeitsgrad ultimativ. Na gut. Da wird es noch wohl ein kleiner Weg hin sein. Oh no, ich bin... Hilfe! Was bratzt denn? Alter Vater, warum... Boah. Oh Gott. Raus aus der Sülze. Ich wäre gerade fast gestorben. Das sagst du in letzter Zeit... Erschreckend häufig. Ja, es passiert auch erschreckend oft mittlerweile. Aber das liegt doch alles im Auge des Betrachters, nicht wahr? Devotion Punkt. Ach, du guckst gerade gar nicht hin. Ich habe gerade voll den guten Einzeiler gebracht. Okay, ich sehe es. Und ich habe im perfekten Zeitpunkt das Ding gedroppt und du guckst nur nach deinen komischen Devotion Punkten. Ja, Entschuldigung. Prioritäten und so. So, ich habe einen Punkt übrig. Oh, ich habe es wieder eingesammelt. No. Und wo war ich stehen geblieben? Magier. Sehr gut. Ah, ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf die weiteren Punkte des Magiers. Unter anderem gibt es 100% Verbrennungsschaden dazu. Feuerschaden. Mehr Verbrennungsschaden. Längerer Verbrennungsschaden. Ach, herrlich. Ach, super. Brauchst du den Helm nicht? Den kannst du ja mal dir anschauen. Ich guck mal drauf. Also, ich werde garantiert irgendwann ein Bild haben mit Chaos-Schaden. Oh. Und dann wäre wahrscheinlich dieses Mützchen nicht schlecht. Ja, das aber ist ein Grim Dawn-Mützchen, ne? Ein klassisches. Ja. Schick, schick, ne? Mhm. Ja, also nochmal danke an den guten MC Geithner. Ich glaube, ich habe was für dich, ne? Oh, was hast du mich? Ja, wenn ich ehrlich bin, passt er doch zu dir. Kordel des Sternensehers. So mit dem Blitzschaden, oder? Klingt ein bisschen ver... Aber hallo, ich... Wow. Ich habe auch gerade einen Gürtel, der macht so ein bisschen Blitzschaden, aber nur 7%. Da ist der doch wesentlich... 7%. Andererseits kriegst du aber hier plus 3 auf Blitzseil, ne? Das ist ja eher was für... War das Blitzseil nicht das, wo du so am Tanzen warst? Nee. Das hieß ganz anders. Das war dieses Elgolofs Sturmbox. Ja, ich mache auch 20 Schadenspunkte mehr. Doch, gefällt mir. Sehr gut. Ich finde es ja schade, dass Gürtel und so überhaupt nicht angezeigt werden. Manchmal hat man echt schöne Exemplare an der Hüfte und ja, man sieht sie halt nur im Charakter-Screen. Indeed. Ja, aber die Brut, die hier wurde, ist auch relativ stark, ne? Also Level 41, 42 und ich wäre gerade schon wieder fast hops gegangen. Was also hops den als bei mir. Ach. Wir sind hier rausgekommen. Warte mal, hast du nicht ein Portal irgendwo draußen? Nee. Das war in Homestead. Und du hast eins geöffnet unten. Hab ich? Ja, für mich, weil ich vielleicht kurz verreist war. Deine guten alten Freunde am Styx besuchen. Es gab jetzt wieder ein Update des Entwicklers von Grim Dawn und sie haben neue Bilder zum Add-on Forgotten Gods gezeigt. Und du hast schon in Discord geschrieben, wo ihr natürlich alle mit dabei sein könnt und die neuesten News zu Grim Dawn mitlesen könnt, unter anderem. Hast du schon geschrieben, dass es sehr nach Titan Quest aussieht?
Ja, die ersten beiden Bilder, die du gepostet hast. Also nochmal danke an Archer, dass er uns immer up to date hält. Oh yeah. Die neuen Development-Abträge. Updates kommen. Die Beiträge. Die Developer-Abträge. Die ersten beiden Bilder haben mich doch sehr an die Nilpassage in Ägypten aus Titan Quest erinnert. Also es sah eigentlich im Prinzip 1:1 so aus. Die Grafik war ein bisschen hübscher, es gab mehr Details und die Lichteffekte waren auch besser, aber ansonsten hatte man das Gefühl, sie hätten den ägyptischen Part im Prinzip 1:1 übertragen. Yes. Und also, da gab es noch dieses Ruinenbild, das war ganz schick. Also ich glaube, sowas in der Art hätte man wahrscheinlich im Teilchen aber auch finden können. Zum Beispiel, wenn man da aus dieser Watschit-Schlucht kommt und man hat da diese Sanddünenräuber. Da gibt es ja auch so ein paar Säulen, die liegen dann da irgendwie im Sand rum, ein paar alte Tempelanlagen. Also ich finde, da haben sie ein bisschen wenig gemacht, so an, ja, was so den kreativen Part betrifft. Mhm. Das ist erstmal so ein bisschen faul. Ich hoffe mal, wird noch einige Bereiche geben, wo einem wirklich die Kinnlade runterklappt, weil es so unglaublich gut oder kreativ oder was auch immer aussieht. Also das sieht doch hier so aus, als könnte man hoch, aber nein. Oh no. Aber warum gibt es denn hier vorne was zum Sprengen? Ich verstehe das nicht. Und warum müssen wir da hin? Ein Sternchen, versteckter Reichtum. Oh oh. Ah, das ist kennen wir doch. Dieses Tagebuch von diesem Typ, der seinen Söhnen irgendwie nichts hinterlassen wollte, weil sie zu faul sind, den Acker umzupflügen. Mhm. Wir aber nicht. Hast diesen Einsturz beseitigt. Fritzigs Werkzeugpäckchen. Ist blau. Ich habe dafür Haruts eisige Greifer bekommen. Das ist ja was Feines für Todesritter, die zum Beispiel auf Eisschaden gehen. Schön. Gerade weil auch da die Knochenernte +2 bekommt. Ich lass dir mal die Handschuhe droppen, die sind sehr, sehr schick. Ich schaue sie mir gerne an. Und ich würde mir gerne dein Werkzeugkästchen anschauen. Das ist ein Gürtel. Kannst du dir nicht anschauen. Wo ist er denn? Oh, feines Teil. Ist er gut. Wobei, die Handschuhe, die du gerade eben anhattest, die passen so optisch schon zu deiner Astralrobe, ne? Fritzigs. Ja, ich kenne die auch, glaube ich, aus einem anderen Spielstand. Die habe ich schon mal gesehen. Es kann sein, die sind für Stufe 30. Es kann schon sein, wenn du mal 26 oder so warst, dass du was gedroppt bekommen hast von Stufe 30. Ich finde, Fritzigs ist so ein typischer Kobold-Name. Ich stelle mir gerade vor, das ist so ein kleines grünes Männchen mit langen Ohren. Und er hat dieses Werkzeuggürtelchen an seiner Hüfte, um eben diese ganzen Maschinenwesen zu warten. Absolut. Ich bin auch ganz irritiert, dass dieser Name hier vorkommt. Das klingt doch mehr nach, mehr nach Warcraft. Schon so ein bisschen, ne? Findest du nicht auch, dass gerade die Fauna so ein bisschen, die Flora so gerade so ein bisschen dunkel wird? Es wirkt doch alles gerade ein Ticken düsterer und verkohlter als noch vor ein paar Metern, oder? Ach du, ich glaube, das ist immer Nacht. Nee, ich glaube wirklich, wenn du mir die ganzen Gewächse hier anguckst, hier wird es immer toter. Ja, ich glaube, da kommt was auf uns zu. Man könnte sagen, mit jedem Meter, den wir laufen, wird es tot und töter. Hoffentlich nicht am tötesten. Ach, fuck. Ich glaube, wir müssen unten rum, wenn du mal auf die Map schaust. Nein! Überall Barrieren. Nee, unten auch. Wir müssen einmal ganz außen rum. Wir müssen jetzt hier raus. Und dann mal den Weg entlang latschen. Wir sind noch keine Bauerntölpel. Oh no. Sag doch, dass du was Lootiges gefunden hast. Ich muss mal zurück. Ja, das war nur so ein Stumpf. Weißt du was, du läufst jetzt weiter und machst dir mal ein Portal auf. Ich habe keine Lust, das alles nochmal zu laufen. Die grauenhafte Ernte. So heißt das neue Gebiet. Und so sieht's auch aus.